Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich super leckere Apfel-Zimtschnecken. Die sind total einfach gemacht, aus Hefeteig, aber ohne Aufgehzeit, denn ich habe ein paar Tricks, wie das Ganze viel schneller funktioniert. Die schmecken richtig lecker nach Zimt, nach Apfel, richtig schön nach Herbst. Passend auch jetzt dann bald für den Winter. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes bereiten wir den Hefeteig zu und dazu braucht ihr nur wenige Zutaten. Und als allererstes nehmt ihr euren halben Hefewürfel und gebt den in die warme Milch. Wichtig ist immer, warme Milch verwenden, niemals heiße. Bei heißer stirbt dann nämlich die Hefe und bei kalter braucht sie etwas länger, bis sie aufgeht. Deshalb immer lauwarme Milch verwenden. Und während jetzt die Hefe in der Milch aufweichen kann, machen wir schon mal weiter mit den trockenen Zutaten. Die gebt ihr alle in eure Schüssel und mischt das Ganze kurz durch, mit Hilfe eines Schneebesens zum Beispiel. Den könnt ihr dann auch gleich benutzen, um die Hefe in der Milch richtig schön aufzulösen. Dann kommt das ganze Milch-Hefe-Gemisch in die trockenen Zutaten hinzu. Dann gebt ihr auch noch das Öl hinzu und das Ganze wird dann zu einem Teig verknetet, bis nichts mehr am Schüsselrand kleben bleibt und ihr eine schöne Kugel formen könnt. Jetzt geht es weiter mit der Füllung und dafür habe ich einen großen saftigen Apfel, der auch sehr süß schmeckt. Denn desto süßer der Apfel ist, desto süßer schmeckt ja schlussendlich dann auch euer Gebäck und ihr könnt auch Zucker einsparen. Den habe ich gewaschen und der wird jetzt geraffelt, am besten so grob. Und dann gebe ich noch ein bisschen Zimt hinzu. Wenn ihr das nicht so gerne habt, könnt ihr das natürlich auch weglassen, aber es ist sehr empfehlenswert. Dann gebe ich noch ein bisschen Haselnussmus dazu. Mandelmus würde sich zum Beispiel auch sehr gut eignen. Das Ganze vermische ich dann, bis eine einheitliche Masse entsteht und stelle es erstmal beiseite. Dann geht es weiter mit dem Teig und der muss jetzt zu einem Rechteck ausgewalzt werden. Und damit das Ganze nicht auf eure Arbeitsfläche klebt und ihr nicht zusätzlich Mehl verwenden müsst, ist es am besten zwischen zwei Backpapierlagen das Ganze auszurollen. Wenn ihr dann einigermaßen ein Rechteck hinbekommen habt und der Teig ungefähr 1 cm dick ist oder 0,5 bis 1 cm, dann nehmt ihr euch wieder die Füllung zur Hand und verstreicht die schön auf der ganzen Oberfläche. Jetzt müsst ihr einfach das Ganze schön aufrollen, am besten von der langen Seite, denn dann bekommt ihr auch mehr Zimtschnecken hin und schön dicht. Und das erste Backpapier, das kann ich dann gleich verwenden, um meine Springform damit auszulegen. Und dann schneidet ihr am besten mit einem Messer mit Zacken schön langsam eure Schnecken, so ungefähr 1 bis 2 cm breit sollten sie sein. Die legt ihr dann in eure Backform, am besten von der Mitte her bis nach außen arbeiten. Und dann kommt das Ganze auch schon in den Backofen. Und die Zimtschnecken, die kommen dann in den kalten Backofen und den stellt ihr dann erstmal auf 50 Grad und zwar Ober-Unterhitze und dann kann das Ganze nochmal ungefähr 10 oder 15 Minuten schön aufgehen. Ihr seht es dann, wenn das ein bisschen breiter geworden ist und dann könnt ihr dann hochschalten auf ungefähr 180 Grad und dann müsst ihr mal schauen, ungefähr 15 Minuten Backzeit circa. Da könnt ihr dann gucken mit einer Stäbchenprobe, ob das schon durchgebacken ist und dann sind eure Zimtschnecken auch schon fertig. Ja, und wenn die fertig gebacken sind, dann sehen die so aus. Ich finde es total cool, sieht aus wie ein Kuchen, richtig lecker. Ihr könnt jetzt auch noch optional natürlich einen Guss zubereiten oder ein bisschen Kokosmehl drüber streuen. Das ist ein guter Ersatz für Puderzucker, weil es ja kein Zucker ist, aber so aussieht. Und der Vorteil ist, der zieht auch nicht ein, weil der bleibt schön oben liegen. Also da könnt ihr dann nochmal selber kreativ werden, wie ihr das Ganze nochmal verzieren möchtet. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Ich freue mich riesig. Abonniert meinen Kanal. Falls ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos. Und nicht vergessen, die Glocke noch anklicken, denn dann seid ihr auch wirklich informiert über jedes Video. Denn ansonsten könnte man vielleicht eins verpassen. Ja, ich freue mich jedenfalls riesig, jetzt die Apfel-Zimtschnecken essen zu gehen. Ich muss aber erst noch Fotos machen. Und ja, ich freue mich wie immer über Kommentare hier auf YouTube oder auf meinem Blog. Natürlich, wenn ihr es nachgemacht habt, über Fotos auf Instagram. Und da nutzt ihr am besten den Hashtag Frau Jannik, dann kann ich das nämlich sehen. Oder @FrauJannik, das geht natürlich auch. Ihr wisst Bescheid, wie das funktioniert. Und ja, auf Pinterest könnt ihr mich auch finden. Also da habe ich auch ganz viele Boards mit vielen Inspirationen. Schaut doch auch mal da vorbei. Ich freue mich riesig auf euch. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, eure Frau Jannik. Tschüss!